Hallo Leute, herzlich willkommen. Haben wir ja auch da im letzten Teil auch gespielt. So, wir dann die bestehende Strecke erweitern. Frage ich mich die hier, glaube ich. Wer hätte auf jeden Fall Sinn gemacht? Aber warte, nee, ich nicht. Zack. 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 So. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Okay. Fahre die erweiterte Strecke. Soll ich die jetzt bei Nacht fahren oder was? Jetzt auf Fahrt. Ah, den hab ich. Licht einmal an. Gang rein. Oh. Warte, ich muss mal kurz davon. Ich muss jetzt ans. Ah ja, ich kann fahren. Nächster Halt, Astra Promenade. Da steht ja nur ein Typ. Ah ne, nur zwei. Was ist denn das? Wollen hier nur zwei einsteigen? Dafür ist doch kein Bus da. Oder einfach nur zwei Leute. Haut ab vor der scheiß Tür und bleibt dann nicht stehen. Mensch. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Die Fresse mit deinem Mond. Ach stimmt, das war nicht hier. Oh, schon wieder eine schwere Busfahrt. Die ist auf jeden Fall schon wieder sehr schwer. Aber weg rein. Glück höre ich die da hinten nicht. Zu weit. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Hier will ja gar keiner einsteigen. Was ist denn heute los? Man merkt es nicht. Ach, es will keiner mehr mit dem Bus kommen. Hm? Und die Angst ist hier im Flug werden oder was? So, let's go. Bin ja eh nur zwei Leute aussteigen. Nächster Halt, Nordspeiche. Ab zur Nordspeiche. Zur Nordspeiche. Ja. 70 km/h. Wenn hier ein Blitzer ist, ja, wahrscheinlich nicht. Aber zum Glück ist eine Haltestelle gut. Nächster Halt, Nordspeiche. Oh, ganz viele neue Menschen. Wer einer von denen will, Ticket. Wenn jetzt einer davon ein Ticket will. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nee, du kannst laufen. Ganz ehrlich. Du kannst gleich laufen. Danke, Sie blockieren die Tür. Ach, schön. Wehe, die Tür geht jetzt. Kollege, darf er nicht stehen, ne? Sieh mir ins Gesicht. Ne? Ja, besser so, dass du weggehst. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist die Fahrkarte. Hier, bitte. Sie, hab ich Ihnen schon gezeigt. Gar nicht. Und seien Sie nicht so frech, Sie haben sich gerade in der Tür gestellt. Würde ich mal
ein Stück ihrem Maul halten. Würde vielleicht mal. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich nicht in fahren? Einem Spiel. Hä? Der Bus fährt nicht. Okay. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Der Bus fährt nicht, ja gut. Ja, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, warum der Bus nicht fährt, ne? Oh, ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Ja, und ich kann diesen scheiß Bus nicht fahren. Ach, ja, das ist doch ein schlechter Witz. Leute, wir warten. Ich würde sagen, dass hier mal kurz ein Cut rein muss. Warum? Also jetzt mal ehrlich, warum geht der Bus nicht? Hier ist doch gar nichts. Der Bus fährt nicht. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Naja, gut, dann halt nicht. Dann mache ich hier kurz einen Kopf rein. So, da bin ich wieder. Jetzt kann ich hier auch immer Nordspeicher leer wegfahren, wie ihr hier sehen könnt. Ich hab mal kurz den anderen Kram. Nächster Halt, Südspeicher. Ich bin nicht mal da drüber gefahren. Naja, gut. Ich komme jetzt nämlich zur Südspeicher. Nächster Halt, Südspeicher. Warum ist das denn alles zweimal? So Leute, jetzt bin ich wieder hier. Ich musste gerade nochmal in Kraft setzen, weil irgendwas wieder kein. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder gut machen. So. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Südspeicher. Hier muss ich raus. Ja, schön, dass du hier raus musst. Das will keiner wissen. Nächster Halt, Südspeicher. Südspeicher. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Keine Ahnung, ob er krank ist. Danke. Wer ist Stefan? Eine Fahrkarte. Machen wir mal aus. 20er. Danke. Nee, ich gebe dir keinen wieder. Nächster Halt, Stockerplatz. Warum leckt das Spiel jetzt? Jetzt machen Sie doch mal langsamer. Nee, ich fahre so schnell wie ich will. Stockerplatz. Ich muss gleich aus dem Bus aussteigen. Ey. Das steht gleich. Ja. Danke sehr. Eine Fahrkarte bitte. Ja, ein Mensch, der mal sehr freundlich ist. Sie kriegen. Hast du die letzte Folge? Nicht Spoiler. Warum auch immer es jetzt hier so rumleckt. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, du kommst auch rein. Danke. Du schon wieder. Deswegen sag ich auch du.
Das mache ich doch so. Jetzt machen Sie doch mal langsamer. Moin, Werner. Ich fahre den ganzen Tag nur Bus. Ich fahre die ganze Nacht nur Bus. Haben wir es eilig? Da kommt ein Auto. Bleib einfach hin. Straße stehen. Das mache ich auch jeden Tag. Und hier ist die neue Media Center Astra. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Astra. Danke, dass Sie so glücklich sind. Steigen Sie aus und ein, denn der Bus ist wieder da. Ne, will schnell wieder da. Oh yeah. Und Sie gerne. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ja, weiß ich, das ist toll. Und Sie kommen auch. Nächster Halt, Westspeicher. Westspeicher. Ist da nicht schon? Blitzer, ha? Hallo. Ja, der Blitzer. Nicht geblitzt, ne? Sonst blitzt der Bier. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Deine Fresse, Ananas. Die gleich Ananas. Dein Arsch. Arsch. Ach, Hirsch. Boah, ich bin so dumm da. Ne? Ich bin richtig los. Holen wir uns was zu essen. Aber egal. Wir fahren nämlich zur Speicher und ich komme mein Feierabend immer näher. Bitte nicht so schnell fahren. Nächster Halt, Westspeicher. Verdammt, ich vergesse. Ja, hier will auch wieder keiner einsteigen. Boah, sind die alle schon mal hin oder was? Bis dann. Tschüss. Wiedersehen. Ja. Tschüss. Das war ja. Das war unendlich kaum erwartet. Alter, hört ihr dieses Geräusch? Nächster Halt. Ostspeiche. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Sehr pünktlich, danke. Wohin geht's jetzt? Ach, das ist gemeint. Lassen Sie bitte die Rampe runter. Hoffentlich ist das der richtige Bus. Ich will nicht in Port Amber festhängen. Nicht schon wieder. Jetzt. Boah. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nee, er ist schon wieder krank. So, was haben die denn alle mit ihrem Schiff? Nächster Halt. Grannis Platz. Endstation. Bitte alle aus. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Eine rosa Kuh. Ohne Rampe kann ich nicht runterfahren. Endstation. Bitte alle aussteigen. Höre das.
absolut pünktlich. Danke sehr. Tschüss. Wo ist deine Stelle? Alle Stelle. Ja. Sehr nice. Ah, jetzt. Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Ja. Also einen Bus kaufe ich jetzt schon. Und wir haben ihn und den hier. Ja. Bus kaufen. So. Jetzt stelle einen neuen Verein. Komm, machen wir jetzt auch nochmal. Ja, den hier oberen, ne? Zack. Generiere Einkommen auf einer Strecke mit einem anderen Fahrer. Komm, das können wir auch nochmal eben machen. Hier. Da. Du kriegst natürlich nur den kleinen. So. Hey. Geh raus hier. Hier raus. Jetzt. So. Einkommen mit einem Fahrer zu generieren, weise Fahrer und Bus der Strecke zu. Fahre danach auch deine eigene Strecke, denn es dauert einige Zeit, bis du mit einem anderen Fahrer Geld verdienst. Also ich müsste praktisch jetzt diese fahren. Und das mache ich aber erst im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Hau rein, Leute. Euer Stador. Ciao.